In all den Jahren, die ich mit Hans verheiratet bin, habe ich ihn noch nie Treppen steigen sehen. Ohne zu nörgeln. Und in einem Boot willkommen? Das habe ich nur einmal. Das war so ein schwimmender Schwan. Und dazu musste ich ihn zwingen. Zu Fuß gehen? Ha, nur wenn es gar nicht anders ging. Und was ich nach 12 Jahren Ehe nicht ein einziges Mal gesehen habe, ist, dass er im Takt der Musik die Füße wimmt. Hier in Puno, Peru, hat Hans endlich den wahren Hans in sich entdeckt. Dein wahres Ich findest du in Peru. Komm und sieh selbst. Peru, Land der verborgenen Schätze.